So, Leute, ich will euch einfach mal kurz zeigen, was ich so in. Ja, was soll ich sagen? In 3 Wochen insgesamt. So, ob man sich dazu gelernt habe. Ich habe vorher keine Mods auf Tastatur gespielt. Also, davor habe ich immer dann drüber gespielt, egal welches Game. Also, Mods auf Tastatur war komplett neu für mich. Und ja. Ich will euch mal Fortschritt zeigen. Ich habe insgesamt Spielzeit, glaube ich, mit Maus und Tastatur. Irgendwas mit 20 Stunden oder so insgesamt Spielzeit. Und ja, jetzt will ich jetzt einfach mal zeigen, wie ich schon bauen kann. Ich habe eine neue Sensi angewöhnt und ja, ich kann nicht gut bauen, ganz ehrlich, aber ich würde es einfach mal zeigen, damit ihr auch mal wisst, was man in Stunden so lernen kann. Ich war auch nicht die ganze Zeit nur creative. Also. Also 4 Public Club, 4 Squad, 4 Solo. Also am besten, um zu üben, kann ich nur Solo gegen Squad, Solo oder normal Squad empfehlen. Du gar nicht so. Aber auch schon eine maximale Baudauer. Tun gar nicht so, kann ich euch gar nicht so empfehlen. Aber ich denke mal, das muss jeder selber wissen, was er üben will. Das meine ich, das sind so Sachen, da ist der Struggle halt schon hier. Ein bisschen nervig, ich wechsle immer meine Materialien, obwohl ich sie gar nicht wechseln will. Was ich hier auch noch, ich habe hier auch am besten immer eine Pyramide direkt danach. Und ja, das habe ich bis jetzt gelernt, nochmal so besser vor. Der ist eigentlich nicht so krass, aber kann man auf jeden Fall machen. Falls euch das gefällt, was auf meinem Kanal kommt, falls ihr noch mehr Tipps und Tricks sehen wollt oder mehr solche Videos für mich verbessern oder mehr Gameplay, Solo, Squad, Solo, Squad, Duos, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr kein Abonnent auf dem Kanal seid, würde ich gerne mal ein Abo und ein Like freuen. Und an die Abonnenten, die auf diesem Kanal sind, würde ich mich auch über ein Like freuen. Und ja. Das war's auch schon mit dem Video. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, was ich mittlerweile schon kann. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, hau rein und ciao.